Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde da draußen. Ja, hier bei Graveyard Keeper. Da bin ich wieder, euer Zordan. Als der Graveyard Keeper, natürlich. Und, ja. Was haben wir denn jetzt mal so Schönes vor? Wir haben viel zu tun, lassen wir es sein. Oder wie heißt es noch schön? Ich könnte mal hier so ein paar Dinger gebrauchen und mal wieder angeln. Ja, ich muss viel lernen, also viele blaue Punkte noch dazu bekommen, um gewisse Techniken mir hier anzueignen. Blaupause, Einbalsamiertisch, Kühlschrankpritsche. Ja, ich habe ja mit dem Einbalsamier noch nicht mal angefangen, also dazu müsste ich erstmal hier die Balsamierflüssigkeiten überhaupt mal vielleicht herstellen. Bisher ging es ja auch immer noch so, ne? Und ich könnte Alchemie noch verbessern. Chirurgie müsste ich aber vor allem mal verbessern. Ja, wo war ich? Ich muss diverse Dinge hier noch lernen. Geschnitzte Grabsteine, Grabmonumente, Marmorgrabsteine. Ja, da bin ich ja noch ganz weit von weg. Also da habe ich mich wirklich immer schön bei fein rausgehalten hier. Porzellanurnen. Das habe ich alles immer noch so ein bisschen arg vermieden, diese Sachen zu steigern. Ich wollte aber erstmal zum Bühnenautor mich aufschwingen. Das heißt, also wir müssen ganz viel Kram machen, um damit klarzukommen. Ja, um Gottes Willen. Jetzt ist hier natürlich auch schon wieder ein komplettes Programm Ernte, die ich jetzt tatsächlich mal so stehen lasse. Denn wir gucken jetzt erstmal, was wir Neues machen können. Wir hatten unser schönes Fest, aber wir brauchen ein noch größeres Fest, um irgendwie, ja, um mit der Geschichte halt weiter fortzuschreiten. Und dazu, also zum Comedy-Fest, dazu müsste ich mich jetzt vor allem ranhalten mit, kann ich das mal, wenn ich das mal mitnehme hier, und davon die 36. Dazu müssen wir uns jetzt ranhalten natürlich mit entsprechender Herstellung von Alkohol, wie sich das gehört. Und was ich vor allem nochmal wissen möchte ist, hat das mit dem Essen verkaufen geklappt? Das habe ich ja jetzt so gar nicht irgendwie genau mitbekommen. Wir haben ganz ordentlich verdient bei dem Fest. War jetzt nicht berauschend, aber es war ordentlich. So, wie funktioniert denn das jetzt? Jetzt bauen wir hier mal ab, erstmal, die Dinger. So. Noch. Wundervoll. Wenn ich jetzt hier das ist doch jetzt überhaupt kein Dünger, oder? Sondern ich muss das drauf machen und das. Dann habe ich besseren Dünger. So sieht's doch aus. Verbessert nicht die Qualität, sondern nur die Zeit. Also insofern ist es jetzt nicht so relevant erstmal. Dreimal Hopfensamen. Nee, warte, den Hopfen muss ich mitnehmen. Die Kerne müssen hier rein. Und einfach mal so ein bisschen was von dem Dünger, damit ich den nicht immer mit mir rumschleppe. So, heute ist Händlertag. Ich glaube, wir haben dem Händler heute nichts zu bieten. Ich hatte keine weiteren Kisten hergestellt, wenn ich mich recht entsinne. Aber der Händler verkauft Wein. Deswegen, also Weinsaat, Kerne. Und insofern muss ich einfach mal zu dem. So, ich hatte hier nochmal eine so eine. Danke. Genau. Wundervoll. Die muss ich einfach von ihm erwerben. Die salzige Gabel kann ich noch nicht bekommen. Noch nicht.
Aber Traubenkerne. 8 silberne, die brauche ich auch alle. Und meine Güte, ich nehme auch die nicht so silbernen. Und ich nehme sogar die goldenen. Kostet mich 20. Aber wir haben es ja. Ja, ich könnte jetzt schon Schmuck kaufen, um verbesserten herzustellen, aber das will ich alles selber machen. So, wie sieht es denn hier aus? Hatten wir noch was verdient zusammen? Nö. Hatten wir nicht. Ich habe kein Holz dabei. Ich kann noch 2 neue Paletten errichten. Na, dann mal schnell auf zurück. Esel im Weg. So, sollen wir ein bisschen mit dem Wein vorankommen hier. Wunderbar. Ist schon wieder hoch in der Nacht und dummerweise ist das noch nicht abgelaufen, also müssen wir da erstmal noch schnell zurücklatschen. Ach ja, und für den Kirchenvorstand wollte ich ja die Statuen bauen. Das ist ja das wichtige Projekt, was wir heute vorhaben. Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. So, erstmal gucken, was wir hier haben. Ziemlich schlechte Leiche. Ziemlich schlecht gelaunte Leiche vor allem. Die wir aber zu einer sehr guten Leiche hergestellt haben. Wunderbar. Dann kommt er gleich mal hier auf den Friedhof drauf. In eins der unbemannten Gräber hier. Schnell auf den Stein darauf. Und die Umzäunung. Herrlich. Und ein neues Fünfergrab. 2, 4, 6, 8. Minus. So, und nach Hause. Und erstmal ins Bett und am nächsten Tag geht's weiter. Ich fühle mich so erfrischt. Wundervoll. So, jetzt mal schauen, wie das hier aussieht mit der Weinpresse. Es fehlen mir immer noch Trauben für entsprechenden. Aber wir arbeiten dran.
hektoliterweise Safteimer. Wo habe ich denn da immer noch ein Herz? Hab ich doch zerstört. Dachte der Mann. Ah, okay. Der muss erstmal vergären. Wir brauchen Wasser. Und ich muss mal was gucken. Gefertigt. Achso, den kann man nicht weiter untersuchen. Schade. Ich kann den Dünger noch untersuchen und so. Und dann gehen wir doch mal hier in die Alchemiebude rüber. Und von allem immer mal so ein bisschen machen hier. An den Studiertisch. Oh, ich kann Pflanzenabfälle zu Puder zermahlen. Okay, interessant. Der kann nicht zerfallen, aber da. Uiuiui, da gibt ja grüne Punkte, dass die Heide wackelt. Ich möchte mal wissen, was ich daraus malen kann. Gesundheitspuder. So, jetzt muss ich mal gucken, was brauchte ich denn für diese Auferstehungslösung, für den Zombiesaft? Genau dieses Zeug nämlich. Wahnsinn. Das heißt, ich kann wieder in die Zombie-Produktion einsteigen. Sehr gut. Dann machen wir gleich mal ein bisschen was draus. So, Zombiesaft. 7 Mal bitte. Seht ihr, Freunde, das hat sich doch gelohnt. Und ansonsten gibt's ja auch nichts, was ich mal rausschmeißen kann. Erstmal kann ich noch irgendwas. Kann aber dunkles Elixier herstellen. Einfach, was da ist. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wofür ich es brauchen kann. Haben wir sonst noch irgendwelche Rezepte? Hier sind die ganzen Farben und so. Das ist klar. Hier sind noch ein paar Herzen. Was wollte ich denn? Achso, Alchemietisch 2 wollte ich dran, um zu gucken, ob wir da noch irgendwas haben, was wir herstellen können. Kleber geht aus Gesundheitspuder. Schnelligkeitstrank. Säure. Schnelligkeitstrank kann ich wieder machen. 2 Mal. Kann ich hier sonst irgendwas herstellen? Nö, erstmal nicht. So, packen wir erstmal den Zombiesaft hier rein. Gucken wir doch mal, was wir hier für einen haben. Na, schauen wir mal. Wenn der was wird, dann könnten wir aus dem ja einen Zombie machen. Ein effektives. Vielleicht für hier unten? Ist ein Dreier geworden. Schauen wir mal. Beleben wir den nochmal. Arbeitseffizienz 8%. Ich nehme den mal mit nach Hause. Wir sollten ja einen Türsteher für die Kneipe haben. Dann machen wir den zum Türsteher jetzt. Da mal hin, ich leg mich hier hin. Das ist doch auch was Lustiges. Was fühle ich mich erfrischt? So, und der Rest, der kann mal weg.
Schnaps der Welt hierher. Ja, bring mal einen Schnaps rüber. Super. Hauptsache, der Typ ist beschäftigt. Wo habe ich denn jetzt überall Zombie-Haltestellen? Natürlich hier unten im Garten. Klar. Dass ich die Ernteabfälle zu Lebenspuder machen kann, Mensch. Das ist... Das ist wirklich eine tolle Sache. Los, einmal zum redenden Schädel, bitte. So. Stellen wir dich mal hin. Das ist witzig. Kurz mal mit Jorik quatschen. Wegen der Empfangsperson. Unsere Taverne hat die beste Empfangsperson der Welt. Und er ist untot, genau wie du. Exzellente Wahl, die Untoten sind wirklich die zuverlässigsten Helfer. Ja, ja, das hatten wir alles schon. Hatten wir alles schon. Ja. Hatten wir doch alles schon. Und das Essen ist nämlich gar nicht verkauft worden. Das ist hier nutzlos. Ich gebe das mal... Ich gebe ihm das mal. Gucken, ob er das dann verkauft oder so. Oder ob er jetzt nur eine Art luxuriöse Kiste ist für mich. Das Gefühl habe ich nämlich eher. Wir müssen ja nochmal dieses Comedy-Festival machen. Dazu brauche ich dringend mehr Ruf und mehr Ruf ist ja halt eben nur durch mehr verkauften Alkohol machbar. Schon irgendwas neu gewachsen? Ja, der Wein. Ja, der Wein. Also schnell runter. Und dann wollen wir noch endlich Marmorstatuen bauen. Mann. Extra Ingenieur gelernt, damit ich das besser kann. Wie sieht das hier jetzt aus? 10 Wasser sind da erst zustande gekommen. Es dauert lange mit der Pumpe. Es geht einfacher als mit dem Eimer. So, 10 Eimer. Wie sieht denn das jetzt hier mit Wein aus?
15 haben wir jetzt. Okay, dann fertigen wir jetzt mal Traubensaft an. So, jetzt habe ich einmal bronzenen, einmal einen silbernen Traubensaft. Das geht wahrscheinlich nicht zusammen. Nein. Weinmeister kann ich auch noch werden. Wo denn? Ist das unter Handwerk? Der Schmiedekunst wohl kaum. Hier unter Gärtnerei wahrscheinlich. Schlagen Alkohol, mischen. Achso, ich bin schon Weinmeister. Haha, stimmt, das hatte ich ja schon gelernt. Ich mache ja den besten Alkohol der Welt. Und es ist schon wieder spät und deswegen lege ich mich schon wieder hin. Oh Mist, Leiche verpennt. Macht nichts. Gucken, haben wir hier noch einen, den wir in einen Zombie verwandeln könnten? Ja. Ich glaube schon. Nehmen wir dann gleich mal das Herz ab. Und reanimate. Oh, 12%, der ist gut. Wo können wir den jetzt mal gebrauchen? Hier im Garten, auf dem Weinberg. Oder Zombie-Alchemist. Spitzendünger mache ich aus dem Upgrade, okay. Er hat jetzt keine Kerne zur Verfügung, deswegen kann er jetzt natürlich auch nicht so viel machen hier, das ist klar. Gucken, was passiert, wenn ich ihm jetzt hier Kerne reinlege. Ob er jetzt selbstständig tätig wird. Oder muss ich ihm die erst geben? Aha, ich muss ihm die Kerne erst in die Hand drücken, alles klar. Na dann mache mal. Freund Schnürschuh, ich komme hier nicht mehr raus. Alles schnell zurück nach Hause. Habe ich nicht mehr genug von, dann machen wir ein normales Bier. Jawohl. Wovon auch wieder 9. So. Ist doch gut so. Fein. Läuft doch. Das ganze Wasser wollte ich hier lassen. Und das hier reintun. So. Jetzt aber, jetzt machen wir, pass auf. Machen wir erstmal ein paar Holzkeile. Dann schnibbeln wir mal Marmor. Thank you.
Dann müssen wir Marmor polieren. Und zwar öfter. Das kostet sogar. Glauben? Aber ich geschnitzten Stein poliert habe. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Marmor polieren. Und jetzt. Wollen wir nochmal sehen, wie gut uns das gelingt. Eine goldene Statue. Zweite goldene Statue. Drei goldene Statuen. Sehr schön. Das hat funktioniert. So, andere Feststellung, die ich jetzt mache, ist... wir haben gar keinen Zombie für oben für den Marmorsteinbruch. Und da weiß ich jetzt auch gar nicht, kann ich den überhaupt schon machen? Gut, jetzt kommt es dann doch zu dem, was ihr alle so bang befürchtet habt. Ich muss hier mal jetzt zur Zeit wieder den Garten zu machen. Wir sollten vielleicht morgen mal in den Steinbruch gehen. Oder noch den nächsten Untoten abfahren und noch einen Zombie machen. Noch haben wir genug Glauben dafür. Und dann nochmal eine Zombie-Station für den Marmorsteinbruch herstellen. So, auch da was nachbekommen. Ich glaube, mit Hanf höre ich jetzt mal auf, den anzubauen. Davon habe ich einfach so viel. Und stattdessen... machen wir mal... mal aus dem Kern Öl. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß vor allem auch, dass ich neue Möhrenschnitzel brauche. Düften, das und der Hanf. Linsensamen, Hanfsamen. Ah, packen wir das mal zurück. Neues davon, neues davon, so. Also doch nochmal Hanf angepflanzt. Ich kann es einfach nicht lassen.
Wieso habe ich denn in der Kiste auch Trauben und Hopfen? Die habe ich da gerade erst reingetan, oder? Die gehören da natürlich überhaupt nicht rein. So, dann rüber, ein nächstes Dienstleistungszombie erwerben. Wenn es flott geht, bringe ich den sogar schnell zum Steinbruch, ich kann ja da pennen. Keinen Platz mehr, ja, weil ich voll bin. Ist ja logisch irgendwie, ne? Ja, ja, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit, Freundchen. Komm mal mit. Du musst jetzt hier mal mitkommen. Oh, ein ganz schwieriger Patient. Aber wir müssen auf jeden Fall endlich schlafen. Dann auf zum Steinbruch. Und erstmal pennen. Marmorbruch links und rechts, ja. Müssen wir noch aufbauen. Müssen wir noch aufbauen. Ich packe erstmal den hier rein. Dass die ein bisschen was machen können. Und ich brauche Steinvorrat noch. Hierfür brauche ich wieder Spitzhacke 1. Bretter und Nägel reichlich. Bretter, Nägel, Spitzhacke 1. Okay. Dann kann ich das mal ein bisschen ummodeln hier. Jetzt müssen wir mal wieder zurückrennen. Das hilft ja nur nichts. Alles nicht in meine Tasche passt und ich jetzt hiervon nichts wegwerfen will, bleiben die Trauben da halt mal liegen. Beeren, nicht Trauben, ich weiß. Ja. Ja, dumm. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er zu seinen verdammten Statuen sagt. Dieser gierige Nimmersatt. Hat er eine Kathedrale hier rausmachen können. Mal gucken, was dann als nächstes kommt. Was die Kathedrale angeht, hier sind die Statuen. Eure Heiligkeit, ich habe ihre Statuen fertiggestellt. Ich denke, die für den Friedhof ist die beste. Oh, sie sehen alle umwerfend aus. Habe ich wirklich so umwerfend, wenn ich meinen Knochen? Natürlich. Stellen wir die ab sofort hier vor dem Haupteingang auf.
Es sieht großartig aus. Jetzt können wir die Kathedrale... Können wir zur Kathedrale umbauen? Ja, fein. Also, was die Kathedrale angeht, verbessere die Kathedrale. Gut, sie ist so groß, dass man die Mauern der Stadt sehen kann. Und die Wasserknappheit der Stadt ist auch nicht besser. Perfekt. Oh, ich liebe meinen Beruf. Jetzt musst du nur noch ein Aristokrat sein, damit du bei der großen Zeremonie auch neben mir stehen darfst. Ich dachte, darüber hätten wir schon gesprochen. Außerdem weiß doch niemand, dass... Nein, diesmal ist es wichtig. Wir brauchen jemanden, der bei dem Königshof nahe steht bei unseren Zeremonien. Also sind wir uns einig, oder du brauchst ein Aristokratenzertifikat. Und wie ich bereits sagte, wir brauchen eine wichtige Person bei unserer Zeremonie. Ich konnte sonst niemanden finden. Vielleicht kannst du deinen Freund, den Inquisitor, fragen. Er ist nicht mein Freund. Komm schon, sei nicht schüchtern, er mag dich. Also gut, ich rede mit ihm. Oh, großartig. Also geh und hol dir das Aristokratenzertifikat und eine Zusage von einer wichtigen Person. Ich bereite schon mal meine Rede vor. Jetzt will ich natürlich gucken, hat mich das jetzt darin beeinträchtigt, dass ich jetzt hier nicht mehr... Hab ich irgendwas zum Handeln eigentlich dabei? Nee. Dass ich jetzt hier keine Gottesdienste mehr machen kann. Ich meine, dann spare ich zwar Zeit, aber... Die kann man natürlich dann auch noch mächtig ausbauen hier. Obwohl Kirchenbänke jetzt auch nicht weiter oder sowas, ne? Buntglasfenster natürlich müssen dann hier rein, ist klar. Weitere Rauchgefäße. Da hinten ist nochmal Platz für noch einen weiteren. Ja, entweder für eine Kirchenbank oder noch einen Schrein. Oder noch einen zweiten Beichtstuhl oder sowas könnte man da hinten hinbauen. Gucken, darf ich denn noch Gottesdienst erhalten? Erstmal schon, okay. Gut, sie überschütten mich weiterhin mit Glauben, das ist toll. Nach unten hier. Hier etwas Platz zu schaffen. Ja, und auch das Gebet. So. Was haben wir denn jetzt Schönes? 3,68. Nur, kann man mit leben. Verkaufen wir eben gleich die Handelspapiere da wieder. Und für die Aristokratenurkunde, da brauchte ich ja... ...12 Gold. Aha. Und dann bin ich nämlich bei 100. Ja, ja. Glaub mir, Freund Schnürschuh, das hat Zeit. Erstmal bringen wir wieder den Friedhof auf Vordermann hier. Recht entsinne, kommt heute keine weitere Leiche. Haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges hier? Also, Meißel kommen hier rein. Der Rest nach unten. Und dann habe ich mal ordentlich überzogen die Folge. Aber es ist halt, wie es ist. So. Jetzt erstmal ins Bett. Und weitere Eimer machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, liebe Freunde, macht es gut und tschüss. Und dann sind wir schon bei Folge 60.